Im oberösterreichischen Steyr wurde gerade die Naschlade geplündert. Was es mit dem Heißhunger auf sich hat? Richtig, auch hier ist jemand schwanger. Und zwar bereits in der 28. Woche. Aber lassen wir unseren zweiten Jungmami-Neuzugang doch einfach selbst erzählen. Ich bin Joanna, bin mit 16 schwanger geworden, bin jetzt 17. In der Schwangerschaft ist mir die ersten 3 Monate scheiße gegangen, aber jetzt geht es mir eigentlich relativ gut. Und die Speiben, ich habe alles, was ich gestern wieder rausgespieben. Soll ich da den Bauch erkrümmen? Zum Glück hat Joanna einen guten Engel an ihrer Seite. Ich bin der Angelo und werde der Papa vom Angelo. Angelo mio, mein Engel habe ich sie genannt. Echt süß, die beiden. Vor der Schwangerschaft habe ich fast gar keine Süßigkeiten gegessen und jetzt in der Schwangerschaft ist ich voll viel. Ja, weil das normal ist, weil man kriegt halt auf allen Gusta. Ich habe viel Gusta auf Heißhunger, keine Ahnung, Mäcki, Chips, Gummibärli, Schokolade. Und alles, was ich esse, isst du mit. Stimmt, ja. Und wie ist's bloß passiert? Also das mit dem Nachwuchs. Was ist los mit dir? Ja, wie halt normal. Mal nicht aufpassen. Dann ist passiert. Yeah, I said I'm pregnant, cause I'm a baby mama, I can do just what I want. Ich vertrage nicht alle Verhütungsmethoden. Das Herz in einem Perlenkleid, ohne Kondom. Zum Beispiel über Pille genommen, den habe ich Ausschlag gekriegt und das juckerte. Kackelein im Gatzschein, ohne Kondom. Und von anderen, also von einem Kondom, kriege ich auch das Bessere bei Karatex-Vertrag. Glaubst du, hat er aus? Der schläft. Der ist immer noch oben runter. Und genau, ja. Das ist schon ein Teil von meinem Körper. Ich freue mich halt, wenn er dann schon da ist. Es ist halt ein schönes Gefühl, wenn man spürt im Bauch. Man aus, und das ist voll ein schöner Moment, weil du spürst ja wohl. Ja. Ich spür's mehr. Ja, ist ja klar. Schön ist halt nur immer, wenn er dann in 3 Monaten da ist. 3 Monate vergangen schnell. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ich habe mich eigentlich am Anfang vorher auch gefreut und jetzt freue ich mich nur mehr. Es steigt jeden Tag mehr. Ich kann schon gar nicht mehr warten, dass es in 3 Monaten dann so weit ist. Schmutzige Wäsche zu waschen gibt's gerade auch in Oberösterreich. Hier lässt es sich die 17-jährige Joanna trotz lästigem Babybauch nicht nehmen, den Haushalt für ihren Freund Angelo zu führen. In dessen Wohnung. Sie selbst wohnt noch bei ihren Eltern. Im Haushalt soll der Frau schon das allein hinschmeißen können. Er hilft mir halt schon mit, weil ich ja nicht so schwer hin darf und so. Es wird halt immer so anstrengend. Ja, ich weiß, das ist ich bin ja schon hochschwanger. Ja, in 3 Monaten ist dann der Bub da und dann haben wir es hinter uns. Dann kann ich wieder annehmen. Ich fühle mich schon dick und fett und ekelig. Das ist normal in der Schwangerschaft, aber nach der Schwangerschaft schaue ich, dass ich selber alles weg habe. Man sagt einfach immer, ja, die Frauen fühlen sich da ein wenig. Aber ich denke mir, es ist was Schönes. Auch weg wegen die Schwangerschaftsstreifen, die was dann nach der Schwangerschaft bleiben. Sowas finde ich überhaupt nicht schlimm, weil da merkt man, da war ein Kind drin. Und das ist eigentlich was Schönes. Das ist dann eigentlich schöne Streifen, wenn man das so nennt. Ja. Da der Vorzeigepartner auch Vorzeigepapa sein will, büffelt er gerade für den Führerschein. Die Familie soll mobil sein und auch im angestrebten Job will er sich hinters Lenkrad klemmen. Bei mir ist es so, ich mache derzeit, bin ich gerade dabei beim Führerschein. Dann mache ich am bald einen Staplerführerschein, also bin gerade dabei. Und dann geht's los mit der Arbeit, ja. Ich bin weg schon seit Tagen, steig aus dem Benz und ich wechsle den Wagen. Ja, ich bin schon überzeugt, dass er schafft, er viel lernt, aber. Keine Ahnung, ich hoffe, dass er schafft. Die Hoffnung stirbt bekanntlich ja zuletzt. Joanna ist streng. Dann schauen wir mal, ob du gelernt hast, was du immer sagst. Sicher, ich will schon schaffen. Ich weiß ja, was am Spiel steht und so. Ich hoffe, dass du schaffst. Ja. Groß reden. Wir sagen immer, das schaffen wir. Weil ja, ich habe halt auch keinen richtigen Vater gehabt. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Und ich will einfach meinem Sohn das bieten, was mein Vater nicht mehr geboten hat. Und ich denke mir da, ja, natürlich, Kind.
Aber das werden wir schon schaffen und es wird eine schöne Zeit werden, ja. Angelo hat gute Vorsätze. Für seinen kleinen Angelo Junior will er alles geben und ein besserer Vater als sein eigener sein. Der hat sich nämlich geschlichen, als der heute 18-Jährige noch ganz klein war. Es war genau gleich am Anfang, wie ich geboren worden bin und wie ich halt sich gesehen habe auf gut Deutsch. Ja. Dann hat er sich dann schon verdruckt und ja, seitdem habe ich halt nie einen Vater so richtig gehabt. Oh Daddy, you know you make me cry. Und aber ich bin klar, drauf klargekommen. Ich habe mir, wie gesagt, alles selber beigebracht. Und ich habe eins mal geschworen, wenn ich auch Kind kriege, dann werde ich genau das Gegenteil machen, das, was mein Vater bei mir gemacht hat. Worauf kommt es dir da genau an? Wie soll ein Wonder Daddy denn so sein? Also, dass ein Vater immer zu seinem Kind stehen soll und dass immer für ihn da sein soll, das ist mir also das Wichtigste. Liebe gibt Angelo nicht nur seinem ungeborenen Kind, sondern auch seiner schwangeren Joanna, die sein Herz ihm nur erobert hat. Der Grund, warum auch sie ihn so sehr liebt? Er hat einfach ein gutes Herz. Ich liebe ihn einfach, wie er ist. Sein Ort einfach, er macht immer Witze, er ist lustig. Keine Ahnung, er hat was gehabt in sich, eine Strahlung, was anziehen da. Auch bei Angelo geht die Liebe ganz tief. Was ich an ihr lieb und was ich auch voll gut finde an ihr, dass sie, das kann ich jetzt mal immer wieder sagen, das war der Grund eigentlich, warum ich mich an sie verliebt habe, war, weil sie ihr Herz wie ein Berg war gerade und ich liebe sie einfach. Weil's der Herz wie ein Berg wär, weil's der Wahnsinn bist für mich, steh auf dich. Und ja, das war gleich Liebe auf den ersten Blick, so, sie haben immer wie ein Magnet so. Und ja, und ich hab mir gedacht, okay, mit der Frau will ich auch mein Kind haben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch, gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leiden los, die Welt ist klein. Von Wels nach Steyr, wo die 17-jährige Joanna mit Baby im Bauch und Kindesvater an der Seite auf dem Weg nach Hause ist. Christine und Christine, also Mama und Schwester, warten schon auf die beiden. Es gibt News, die bestellte Babybadewanne ist da. Ich freue mich schon, wann dann das Baby mal da ist. Ja, vergeht nur Zeit. Na hallo, grüß euch. Grüß euch. Wie geht's? Gut, dir? Ja. Das Verhältnis zu meiner Mama und zu meiner Schwester ist voll gut. Das sind, weiß ich nicht, wie meine besten Freundinnen. Wir sind wie beste Freundinnen und Schwestern. Gute Freunde kann niemand trennen. Und ich war eigentlich auch die Erste, die dann gleich geschrieben hat per WhatsApp, dass sie einen Schwangerschaftstest gemacht hat und hat mir ein Foto geschickt, dass er positiv ist. Yippie! Ich habe mich dann auch voll gefreut und ich habe dann gleich einen Kinderwagen besorgt. Und es ist schon. Und ich werde immer zu meinem Kind stehen. Recht viel Sodbrennen gehabt wieder. Wie jetzt ein haariges Kind, sagt man. Bodywanne ist auch schon gekommen. Vom kleinen Angelo. Vorfreude ist schon da, ja. Also, wenn immer mehr und mehr kommt, man sieht es ja auch. Und es ist schön, man gefällt sich immer und immer mehr. Joanna ist mehr als bereit für ihr Kind. In ihrem Kinderzimmer hamstert sie Babysachen für jeden erdenklichen Lebensbereich. Das ist mein Kinderwagen. Den Angelo halt dann. Und ja, wir sind dann schon einkaufen gegangen fürs Kind, weil wir uns halt auch gefreut haben. Ja, das ist dann sein Stummwagen. Kinderbett muss man noch einer kaufen. Auf den Anfang geht eh das. Das ist die neue Babybadewanne. Dann haben wir so ein Ding, eine Babyschaukel bestellt. Ja, es wird sich schon schön, wenn man schon fast alles hat von Babysachen, aber es kann halt noch mehr gemacht. Und mehr Sachen dazu gekauft. Genau, irgendwas fehlt sicher noch. Verschiedene Sachen halt schon. Auch schon Babyschuhe und Schnullerketten. Also mein Kind wird sehr verwöhnt, während das erst überhaupt. Mein Kind darf alles mit Babyfon und so Stampfer, wenn er dann in die Essen kommt. Ja, ist halt ein schönes Gefühl, auch wenn man das sieht. Hey, wir haben da schon was da, wir haben da schon was gekauft. Und natürlich ist es nicht jetzt genug, sondern es kommt immer mehr dazu. Joannas Welt ist rosa, ihr Kinderzimmer auch. Fragt sich nur, wie lange noch, denn es wird ja ein Bub, gell Omi? Was hältst denn du davon, wenn wir den Raum umstreichen, dann in blau, für den Buben? Ja.
Ich bin kein Maler, doch ich mach blau. Ja, es ist schon wichtig, dass die Farben zum Buben passen, weil wenn ihr jetzt was Pinkes anzieht, das geht ja nicht, weil Buben ist ja kein Schwuch. Also bitte, achte auf deinen Ton. Apropos, unser heterosexueller Tonmann trägt gern rosa. Zurück bei der 17-jährigen Joanna in Steyr, wo Familienwerte groß geschrieben werden. Die im fünften Monat Schwangere verbringt ihre Zeit am liebsten mit Schwester und Mama. Und freut sich, dass auch ihr 18-jähriger Freund Angelo ein wahrer Familienmensch ist. So, wenn ich so sehr mit den Kindern spielen, ich finde schon, dass er ein guter Papa wird. Man merkt das auch schon, wie man mit Kindern umgeht. Joanna hat bereits viel Erfahrung in Sachen Babys und Kinder. Also hast du eigentlich schon Vorhungen? Und du hast gewickelt, Flaschel gegeben. Und jetzt haben wir alles dürfen mit deinen Kindern. Also das war so, meine erste Tochter ist 2014 geboren und seitdem war die Joanna quasi 24 Stunden bei mir. Also wirklich, sie hat auch alles machen dürfen. Ich bin jetzt nicht so überdrüber gewesen. Das war klar, dass ich meiner Schwester helfe, die mal Kinder gekriegt hat und so. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken, dass sie selber nicht klarkommen würde mit ihrem Baby. Sie schafft es super. Mhm. Also ich war ehrlich gesagt froh, dass du da warst und mir so geholfen hast, wie die Kinder klar waren und so. Ich hab's auch gern dürfen, meine Nichten. Ja, ich frage sie schon viel um Erfahrungen, weil sie ja halt schon wie gelernt ist. Es ist halt auch wichtig, dass sie irgendwie auch nah verstehen, Mama. So wie Stella. Stella, jetzt warte mal kurz. Wenn du alles durchgelost, dann verstehen sie irgendwann kein Nein mehr. No, no, no. Ja, mein Kind sollte schon Respekt kennen und mal auch nah kennen. Nicht alles, also ich lasse ihm schon alles durchgehen, aber nicht alles. Er sollte schon Grenzen erkennen. Es ist halt so, das erste Kind, es wird verwöhnt. Und natürlich, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht was passt, sagt man auch was. Das ist ganz klar. Aber natürlich, bei den meisten Sachen, lässt man schon ein wenig nach und sagt, na gut, da kriegst du das. Jetzt fehlt nur mehr der Heiratsantrag, oder? Ja. Wann kommt der? Ja. Schon Pläne. Da will man sich scheinbar noch Zeit lassen. Ja, über einen Antrag stelle, also denke ich schon ab und zu nach, wie das jetzt am besten laufen sollte, wie alt sollte jetzt der Bub sein, dass er das mehr mitkriegt. Sicher macht man sich Gedanken, ja. Na, ja. Wird es die Schock sein, oder? Wenn dann ein Heiratsantrag kommt? Ja, Heiratsantrag, Verlobung, aber heiraten, ja, so bald noch nicht. Ja, nicht gleich sein. Geplant ist schon für immer und ewig, dass sie und er zusammenbleiben und so. Aber was die Zukunft bringt und so, man kann halt nie für was garantieren. Ich konnte mir das schon gut vorstellen, bei Bitte, wir haben jetzt halt. Du hast ja schon zwei Kinder. Machen wir doch die Hochzeit.